mit echten Neugiernasen auf Du und Du. Flauschige Tierbabys mit wehrhaften Müttern. Stachlige Zootierarztgeschichten zum Mitlachen. Und ganz viel Herz. Sie werden Augen machen. Der Doktor und die wilden Tiere. Tierarztgeschichten aus den hessischen Zoos. In der Afrika-Savanne des Kronberger Opel-Zoos hat es Nachwuchs bei den Böhm-Zebras gegeben. Ein kleiner Hengst verstärkt ab sofort die Herde. Tierärztin Dr. Uta Westerhüß ist auf dem Weg zu den Stallungen. So, wir schauen jetzt nach unserem neuen Zebrafohlen. Das ist ja vor 3 Tagen geboren und war jetzt die ganze Zeit im Stall, damit es sich an die Mutter nicht nur gewöhnt, sondern damit die zwei sich wirklich sehr, sehr gut kennenlernen. Und das Kleine wird jetzt mit der Mutter und den 2 anderen Zebras zum ersten Mal auf die große Savanne gelassen. Also rausgelassen. Und dann kommen noch die Giraffen dazu. Und das ist natürlich immer ein großer Augenblick für alle Beteiligten. Hallo! So, heute ist der Tag. Pfleger Marcel König wartet bereits, denn nach 3 Tagen im Stall werden die Tiere langsam unruhig. Der muss jetzt auch raus, ne? Ja, die werden so langsam nervös. Hey, mein Schatz. Man hört Mutter Hanni und Sohn Hodari schon gegen die Stallwand drehen. Prima. Lassen Sie aber auch genau in der Reihenfolge wieder raus, ne? Genau. Erst die Kleine. Erst die Kleine, dann die Hanni mit Kind. Jungtier, genau. Okay, super. Navi, und dann kommt er hinterher geschossen, ne? Genau. Giraffe. Genau. Den Nachwuchs hatten alle im Opel Zoo schon herbeigesehnt. So eine Art Erleichterung. Wir haben jetzt einige Tage drauf gewartet. Die waren ein bisschen über den Termin. Und als wir dann morgens hier reingekommen sind, haben wir geguckt, sind dran vorbeigelaufen. Dann sind wir, oh, da ist doch was. Nochmal zurückgelaufen, geguckt, da war es endlich da. Und da waren wir richtig erleichtert. Topfit, sieht gut aus. Mama hält sich gut ans Jungtier. Das sieht super aus. Haben uns echt gefreut. Die Tierärztin muss einsatzbereit sein, falls es bei dem ersten Familienausflug ein Problem mit den Tieren auf der Afrika-Savanne gibt. Aber Uta Westerhüß schaut aus sicherer Entfernung zu. Die sind schon nervös, weil die auch eben, wie gesagt, nicht gewöhnt sind, so lange drin zu bleiben und wollen auch raus. Und wenn man sich jetzt so mitten in den Weg stellt, es sind schon noch Wildtiere, dann können die mal schnell Panik bekommen, versuchen umzudrehen und dann kann irgendwas passieren. Das heißt, wir konnten jetzt einmal eben schauen, wie denn das Jungtier mit der Mutter steht. Aber da muss man Platz machen, damit die dann auch wirklich rauslaufen können. Und da kommen sie auch schon. Elena erst, der Kleine und Jolly. Und der Hengst hinterher. Hodari, das ist Suaheli und bedeutet der Große oder der Starke. Passend, denn der Hengst hat bei der Geburt schon stolze 50 Kilo gewogen. Trotzdem. Ja, eine super, super Geburt, Schwangerschaft, alles mit Schwangerschaftsstreifen inklusive. Also alles ganz wunderbar. Jedes Zebra hat übrigens seine eigene unverwechselbare Zeichnung, an der es von den anderen Tieren erkannt werden kann. Jetzt ist es nämlich zum ersten Mal auf die Anlage gekommen, was immer spannend ist. Wie toll das funktioniert. Ne? Das Jungtier hat wirklich an der Mutter geklebt, also an Hanni dran. Und so muss es auch sein. Heute dürfen auch schon die Giraffen mit auf die Anlage. Und erst jetzt bemerkt der kleine Hengst wahrscheinlich, dass wohl nicht alle Mitbewohner hier schwarz-weiß gestreift sind. Auf der Afrika-Savanne sind auch noch Gnus und Impalas mitvergesellschaftet. Aber die wird Hodari erst nach und nach kennenlernen. Die Mutter verteidigt das Jungtier gegen alle. Und es wird jetzt erstmal bei der Mutter bleiben. Und dann wird er nach und nach die Anlage auch für sich selber erkunden. Aber wie gesagt, erstmal bleibt es bei der Mutter. Süßer Nachwuchs für den Opel Zoo, in dem Zebras übrigens durchgängig seit 1957 gehalten werden. Und so ein fröhliches Miteinander ist ja auch sehr nett anzusehen. Auf einer Fläche von 11 Hektar erstreckt sich der Frankfurter Zoo. Hier leben rund 4500 Individuen aus ca. 450 Tierarten. Im vergangenen Jahr hatte der Zoo rund 870.000 Besucherinnen und Besucher und ist damit einer der meistbesuchten Zoos Deutschlands. Im Katzendschungel sitzt Rostkatze Mapala hinter den Kulissen. Die Wildkatze ist krank, hat vermutlich eine Lungenentzündung
und muss von Dr. Nicole Schauerte behandelt werden. Die ist gestern schon anbehandelt gewesen, die Katze. Die hatte Atemprobleme und hat Gewicht verloren, hat ein paar Tage nicht gefressen. Und da kriegen sie natürlich eine Infusion, wenn die nicht essen, und so ein bisschen appetitanregende Sachen und ein paar Vitamine. Und die Vorgeschichte ist so, dass sie auch im Katzendschungel vorher war, wo die Temperaturen nicht optimal waren. Und jetzt schnieft die so ein bisschen und hat so Atemprobleme. Also geht's vom Wirtschaftshof, wo die Tierarztpraxis des Zoos angesiedelt ist, einmal über die Straße rüber auf das Zoogelände zum Katzendschungel. Revierleiterin Anni Fuchs wartet schon auf die Ärzte. Wo wohnt die denn? Anni Fuchs scheucht Mapala in eine Kiste, sodass sie für die Spritzen besser fixiert werden kann. Denn Rostkatzen sind zwar die kleinsten Wildkatzen der Welt, aber ungemein wehrhaft und bissig. Wildkatzen eben. Ich muss mir ein bisschen mehr Platz geben. Legge gut. Ich hab's schon. Okay. Ich hab's schon. So, beiß dich hier fest. So, jetzt kannst du den Deckel wegmachen. So, lass mal hier drin. Ja. Und die Spritze. Oder ich kann sehen, aber so geht's, glaube ich, ganz gut. Es geht. Es ist gut. Auch Mäuse. Hör auf zu knurren. Ist schön brav, siehst du. Mach ich den Deckel wieder drauf oder wie machen wir es dann? Ja. Achtung, nicht, dass wir uns jetzt hier noch pieksen. Ja. So, Maus. Das ist sozusagen Mittagessen und Abendessen in einem. Sie machen mir dann gleich den Plastikdeckel drüber. Ja. Können Sie auch jetzt laufen lassen. Man sabbert so ein bisschen, ne? Ja, wir lass es jetzt mal laufen. Wir schmeißen einfach jetzt mal aus der Kiste raus. Ja. Frau Doktor möchte die Rostkatze mal laufen sehen. So, jetzt auf. Oh je, die hat sich ja ganz schön aufgeregt, ne? Geh mal. Und auch der Fluchtinstinkt der Wildkatze hat gelitten. Warte mal, ich glaube, das ist nicht so schön. Oh je. Die kotzt? Und nicht nur das. Sie können es ja noch mal probieren, wenn ja, ich glaube, die hat halt totale Atemnot gerade. Totale Atemnot. Mapalas geschwächter Körper reagiert offenbar auf die Medikamente. Das Herz schlägt noch, aber die Atmung ist völlig unregelmäßig und schwer. Ich glaube, sie stirbt gerade. Ich habe ein Kreislaufmittel, aber Kreislauf ist nicht das Problem. Ja. Das ist noch was für ein Kreislauf. Das ist ein Notfallmedikament. Aber ich glaube, die ist gerade im Sterben. Mäuschen, hä? Seitdem wir könnten sie höchstens noch mal rüberbringen, ans Sauerstoff hängen. Aber ich weiß nicht, ob wir die lebend rüberkriegen, Frau Fuchs. Anni Fuchs packt Mapala schnell in die Transportkiste. Eine letzte Rettungsmission. Im Vivarium, dem Zoo im Herzen von Darmstadt, leben Hessens einzige Flachlandtapire, Tessa und ihr Sohn Matteo. Tessa hat Haarausfall, eine kahle Stelle im Fell, die behandelt werden muss. Thomas Fischer hat eine Tierarztpraxis in Darmstadt und wird bei Problemen gerufen. Den heutigen Arbeitstag im Zoo beginnt er bei seinen Lieblingstieren. Also die Tessa hat auf der linken Flanke ein Problem, eine haarlose Stelle. Das, was wir letzte Woche schon erzählt hatten. Danke. Tapire sind schon sehr besonders. Für uns hier im Vivarium ist es so, dass wir in Hessen die einzige Haltung von Tapiren haben. Das heißt, das ist für Hessen was Besonderes. Ansonsten sind das sehr angenehme Tiere, die sehr besucher- und tierarztfreundlich sind. Das ist Tessas Sohn Matteo, ebenfalls Tapir und ebenfalls besucher- und tierarztfreundlich. Alles gut? Guck mal nach deiner Mama. So, das sieht sehr schön aus. Ich denke, das ist nur, dass er sich da ein bisschen verletzt hatte und deswegen die Haare ausgegangen sind, hat sich wahrscheinlich gekratzt. Also solche kleinen Schrammen, die kommen natürlich bei den Tapiren öfter mal vor. Die haben eine Angewohnheit, ähnlich wie Schweine oder Elefanten, sich zu schubbern. Und da kann das schon mal sein, dass irgendwo man hier ein bisschen hängen bleibt.
Manchmal spielen sie auch ein bisschen übermütig miteinander. Das wäre als Ursache auch durchaus möglich. Auf jeden Fall ist es wirklich nur, denke ich, ein kleiner Kratzer im Verhältnis gewesen für die Tessa. Sie bekommt eine andere Salbe. So, das ist die Salbe für die Nachbehandlung. Die tragen Sie bitte einmal täglich relativ dünn auf, bis in die Haare rein. Und dann sollten wir innerhalb von ein paar Tagen das Ding zu haben. Aber das sollte ohne Probleme abheilen. Das heißt, das war's für heute. Mach's gut, Tessa. Tessa ist ganz enttäuscht, dass die Stippvisite schon vorbei ist. Das letzte Mal gab es schließlich noch eine gratis Bauchmassage. Naja, vielleicht ja beim nächsten Besuch wieder. Im Tierpark Saberburg im nordhessischen Hof Geismar gießt es wie aus Eimern. Kein schönes Wetter für die ursprünglich aus Südamerika stammenden und sonnenverwöhnten Humboldt-Pinguine. Besucher sind die sympathischen Frackträger in ihrer begehbaren Anlage gewohnt, aber bei Tierarztbesuchen, ja, da kann man schon mal nach drinnen flüchten, und zwar flott. So, dann wollen wir mal starten. Es sind junge Pinguine da, Humboldt-Pinguine, und die wollen wir jetzt mit einem Transponder versehen, mit so einem kleinen Mikrochip hier, damit man die hinterher auch noch auseinanderhalten kann. Und dazu fotografieren wir dann diese Chipnummern und setzen jedem von den jungen Pinguinen so einen Chip unter die Haut. Und dann lesen wir nochmal ab, dass wir sie dann auch eindeutig identifizieren können. Den schwierigsten Job hat die Lena hier, die muss sie nämlich gleich festhalten. Weil die machen doch schon ganz schönes Theater, ja, bei der, ja, Geschichte. Die Kleinen, ja, sind schon ganz ordentlich im Böse sein manchmal. Muss man schon richtig festhalten dann. Okay, dann wollen wir mal starten. Zwei Jungtiere gibt es, Tapsi und Luisa. Also man muss auf jeden Fall aufpassen, also man hat jetzt gesehen, die wollen auch schon ordentlich zuhacken. Und wenn man dann die irgendwie so Richtung Hals oder Gesicht hält, also sollte man schon Abstand halten, weil sonst wird es ein bisschen blutig. Also die kneifen auch ganz ordentlich schon zu. Tapsi ist als Erster an der Reihe. Das speckige Küken ist schon ganz schön tapfer, kämpft mit Lena Waldeck um jeden Zentimeter Angriffsfläche. Aber gegen den geübten Pflegergriff hat Tapsi keine Chance. Speck hast du genug. Gut, ne? Ja. Ja, passt. Das ist gut bei denen. Der Transponder muss direkt unter die Haut gesetzt werden. Jetzt müsste ich nochmal einmal hier rum. Es geht also jetzt ran an den Speck. Und die haben wir schon gespart, oder? Mhm. So, jetzt lesen wir noch mal ab. Da ist er schon, ne? 1577 am Ende. Und weil es so schöner Babyspeck ist, noch ein Foto fürs Familienalbum. Jetzt gibt es noch ein Foto. Gut, alles klar. Sieht man relativ viel. Wenn die Füße nicht so hoch machen würde hier. Gut. Sehr gut gehalten. Kommst du wieder auf deinen Stein? Endlich zurück zu Mama Zonana, wenn da nur nicht schon wieder der viele Speck im Wege wäre. Wahrscheinlich ist das der Moment, in dem sich Pinguine Hände wünschen. Lena Waldeck hilft Tapsi gerne aus dieser misslichen Lage. Der Name passt schon mal ganz gut zu ihm und Mama bleibt aufmerksam. Ja, die sind natürlich schon besorgt und passen auch gut auf. Also es hat mich sogar gewundert, dass die jetzt nicht akribischer dann hinter mir her war. Aber ja, da muss man natürlich trotzdem auch noch mit gucken, dass die Alttiere nicht auch noch an einen dran wollen. Wahrscheinlich war die Pflegerin doch eine Nummer zu groß für Mama Zonana. Und schließlich hat sie ja noch ein zweites Küken, Luisa, zu beschützen. Die sind beide gut entwickelt, ja. Der eine ganz besonders, dem schmeckt's gut, ne? Und die haben natürlich noch diesen jungen Federflaum. Aber die sehen beide sehr gut aus. Als nächstes ist Küken Luisa an der Reihe. Im Frankfurter Katzendschungel kämpft derweil Rostkatze Mapala ums Überleben.
Eine Lungenentzündung lässt die Atmung der Wildkatze immer wieder kollabieren. Also die sah vorher nicht so aus, als wollte sie jetzt den letzten Atemzug machen, aber... Nee. Wenn sie drüben, kann sein, dass sie drüben tot ist, wenn wir ankommen, aber... Aber so kannst du gar nichts machen. Schräg gegenüber ist die Tierarztpraxis im Wirtschaftshof des Zoos. Hier soll Mapala sofort an ein Sauerstoffgerät angeschlossen werden. Genau, mal volle Lotte Sauerstoff an. Komplett an und auf Na, voll. Ja. Ich gebe ja noch einen Atemstimulanz. Das können wir nur hoffen. Für die Revierleiterin Annie Fuchs ist die Situation besonders schwer. Die vom Aussterben bedrohten Rostkatzen zählen zu ihren absoluten Lieblingstieren. Seit Jahren betreut sie sie und freut sich über jeden Nachwuchs der kleinsten Wildkatzenart der Welt. Die Sauerstoffmaske scheint zu wirken. Mapala schnappt nicht mehr ganz so panisch nach Luft und beruhigt sich etwas. Ah, da irgendwo höre ich doch was. Der hat doch jetzt gerade einen Puls Gucken gehabt. Sie hier. Sie kommt. Jetzt hat er was. Sagt er was von Sauerstoff? 86% Sauerstoff, okay. 100%. Das ist gut. Guck mal. Das liegt jetzt an der Maske. Also noch ist sie hier nicht über dem Berg, weil es ist ja keine Katze, die fit ist. Jetzt können wir erst noch warten. Ich überlege gerade, ob wir sie in die Kiste setzen und die Kiste immer mit Sauerstoff befluten. Weil die Kiste ist ja für sie ein bisschen safer. In der Kiste fühlt sich Mapala vermutlich beschützter. Weil so ist es super stressig. Das ist ja eine Wildkatze, die findet das total furchtbar. Dass sie da, das kriegt sie ja schon irgendwie mit. Und wenn wir ihr jetzt ein bisschen so eine dunkle Höhle geben, weißt du, dann können wir sie hier so ein bisschen noch... So, dann machen wir sie ein bisschen dunkel. Genau. Der Sauerstoff scheint Mapala das Atmen zu erleichtern. Und in der Kiste fühlt sich die Wildkatze auch schon gleich wohler. Ein paar Minuten bleibt sie jetzt noch in der sauerstoffgefluteten Kiste, bevor es wieder zurück in ihr Gehege geht. Wildlebend kommt die kleinste Katzenart in Indien und auf Sri Lanka vor. Drüben angekommen, scheint es Mapala tatsächlich ein wenig besser zu gehen. Sie sitzt schon ganz gut. Ja, finde ich auch. Ihr atmet zwar noch ziemlich angestrengt, aber insgesamt ist sie viel besser. Das, was sie jetzt braucht, ist Ruhe. Aber dies war heute nicht der letzte dramatische Einsatz bei Mapala. Im Kronberger Opel Zoo im Taunus hat es süßen Nachwuchs bei den Steinkäuzen gegeben. Gleich 4 kleine Flieger, ein ganz flauschiges Quartett. Jetzt am Tag schlafen die Kleinen streng bewacht von der Mama. Tierärztin Dr. Uta Westerhüß packt ihre Tasche für den Einsatz und da darf die Veterinärin wie immer nichts vergessen. Deswegen schreibe ich mir immer so viele Zettel, weil ich kann nicht, ich vergesse immer so viel. Deswegen habe ich immer ganz viele Zettel bei mir und genau, und da steht dann immer alles drauf. Das heißt, ich setze mich einmal in Ruhe hin, überlege, was ich brauche, schreibe es auf und dann packe ich entsprechend. Zettels Traum ist nachvollziehbar. Weil sonst geht's in die Hose. So langsam scheinen die Zettel alle abgearbeitet zu sein. So. Komplett. Dann kann's ja losgehen ins Waldrevier am südlichen Rand des Opel-Zoos. Da. Mal hier raus. Geh vor. Natürlich, wie immer, im Zebra-Elektroauto. Noch bewacht die Steinkauzmutter die Kiste, in der ihre 4 Jungtiere schlafen. Die kurzschwänzige Eulenart ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Tagsüber sitzt die in Deutschland als bedroht geltende Vogelart auf Baumstämmen oder geschützten Steinmauern.
Und spätestens jetzt merkt das Muttertier, dass hier gleich Action angesagt ist und ihre rund 6 Wochen alten Jungen von den Pflegern aus ihrem wohlverdienten Schläfchen gerissen werden. Vier, ne, haben wir? Vier Jungchen. Ja, sehr gut. Du darfst das Küken gerne loslassen. Ich will fliegen. Große Welt und große Augen. Die schnappen wir uns jetzt einmal. Die werden beringt mit ganz speziellen Ringen. Die haben wir jetzt zugeschickt bekommen. Dann, wenn ich so ein Tier in der Hand habe, dann entwurme ich auch einmal. Und dann zupfen wir jetzt eben die Federn, damit wir wissen, welches Geschlecht die Tiere haben. Der Steinkauz ist eine verhältnismäßig kleine Eule, etwa so groß wie eine Amsel mit gedrungenem Körper und kurzem Schwanz. Der Kopf ist flach und breit, dafür die Füße auffällig lang im Gegensatz zu anderen Eulenarten. Das Weibchen legt zwischen 3 und 5 Eier und brütet die rund 30 Tage lang aus. Na, lass mein T-Shirt los, danke. Das sind zugelassene Ringe für die Steinkäuze, ne? Frau Doktor trägt aber auch einen hübschen Ring. Ech, nicht weit genug. Ahnt man nichts Böses und wird am helllichten Tag geweckt. So, die sind eigentlich so ein bisschen durch die Lebensraumzerstörung wie so viele Tiere nicht mehr ganz so häufig. Jagen auf dem Boden. Und eigentlich das Wichtigste ist, dass die bei den Griechen Vogel der Weisheit waren. Das wusste der Vogel der Weisheit bis jetzt noch nicht. Ach ja, diese Ringe sind immer, das ist schon echt super. Die sollen ja auch was aushalten. Aber irgendwie ist es jetzt, ist gut, Schatz. Ja. Also es tut ihm nicht weh, es ist eigentlich nur, der will nicht gehalten werden. Dem ist zu warm jetzt und überhaupt. Man muss immer die richtige Zange finden. Also es ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert, es ist nur irgendwie gerade, ja, die Morsen immer so nett. Und sie haben ein großes Repertoire an Lauten, Bellen, Schnarchen und auch Miauen können sie. Aber jetzt mal zurück zu den Ringen. So fest sitzen die auf keinen Fall, aber die sollten auch nicht irgendwelche überstehenden scharfe Kanten haben. Und manchmal geht es so total leicht und manchmal tun die sich so ein bisschen schwerer, die Ringe. Ja, so wie heute zum Beispiel. So, und hier ist genug Platz. Sollte nicht drüber gehen und sollte nicht drunter gehen. Ne? So, das ist ganz wichtig. So, jetzt haben wir schon mal Art 1. Zuführung. Da waren noch 2 Dinge. Genau, nämlich Entwurmung und Federnzupfen für die Geschlechtsbestimmung. Im Tierpark Sababurg am Fuße des Dornröschenschlosses leben 22 Humboldt-Pinguine. 2 Jungtiere bekommen heute ihren Transponder. Eines hat es schon geschafft. Das zweite wird noch mit Argusaugen von Mutter Zonana bewacht. Ihr das Jungtier wegzunehmen, wird für Lena Waldeck nicht ganz so einfach. Kannst du noch mal starten? Hier vorsichtig die Papier an der Seite. Naja, du kannst ja meinen Stiefel hacken, aber nicht, ansonsten nicht so ähnlich rein. Küken Luisa scheint die Ich-stell-mich-mal-tot-Variante zu testen. Du bist so ein bisschen harmloser, ne? Na, mal gucken. Ja, warte mal. Ja, Moment. So. Er ist doch deutlich kleiner noch. Ja. Also müssen auch erst eine gewisse Größe haben, sonst wird es schlecht. Genügend Fell haben die hinten, ne? Ja, Speck haben die eigentlich genug, ne? Immer. Ja. Werden alle gut gefüttert. Genau. Dem gefällt das überhaupt nicht. Also allein schon das Festhalten finden die unangenehm. Der Pieks ist, glaube ich, nicht mal das Schlimmste jetzt. Aber er duldet es ganz artig. Ja. So, lesen wir noch mal ab. Luisa, das schlankere der beiden Jungtiere, hat nun auch ihren Transponder. Aber selbst die Kleinsten sind wehrhaft, können in alle Richtungen zuschnappen. Und bei der Aufregung kann auch schon mal was daneben gehen. Ja, das passiert auch mal. Jo. Aber es hat wenigstens gut, dass nicht in den Stiefel reingegangen ist. Es wird so warm auf einmal. Und endlich geht's zurück zur Mutti. Oder gleich noch viel weiter weg. Sicherheitsabstand ist hier wohl angeraten.
Ja, also man muss sagen, bei den Humboldt-Pinguinen, die haben eigentlich ja, gar keine Probleme mit Nachwuchs. Wir haben auch teilweise 2 Bruten im Jahr, auch die kommen alle gut hoch. Und ist auch wichtig, weil es sind tatsächlich bedrohte, ist eine bedrohte Art. Und ja, wir sind ja auch dafür zuständig, die Art dann eben zumindest schon mal im Zoo oder Tierpark zu erhalten. Gerade weil man nicht weiß, wie es sich in der Natur entwickelt, dass sie auf jeden Fall noch vorhanden sind. Und wer gut zugehört hat, tatsächlich, ihre Rufe hören sich an wie bei einem Esel. Trotzdem sind die Humboldt-Pinguine nicht mit den Eselspinguinen zu verwechseln. Und sie sind extrem beliebt, auch beim Tierarzt, der schon seit mehr als 20 Jahren die Tiere des Parks betreut. Sind auch schon mit Publikumsmagneten und auch von uns mit schon unter den Favoriten, weil die einfach tatsächlich schön anzuschauen sind und auch sehr aktiv und neugierig. Ja, das macht schon Spaß. Ja, der beschwert sich. Ja, jetzt wird geschimpft, ne? Dabei ist alles schon wieder rum. Auch für den Tierarzt sind die Pinguine eine willkommene Abwechslung. Tierpark Sababurg hat ja einige Tierarten hier noch auf der Liste mit und ist natürlich was anderes als den ganzen Tag nur Pferde, Hunde, Katzen. Ist immer was Exotisches. Braucht man auch ein bisschen Spezialwissen noch dazu. Aber über die Jahre entwickelt man das. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Ja, tatsächlich. Also dann, tschüssi. Frankfurter Jimmy-Chaos, dem Revier der nachtaktiven Tiere, lebt ein ganz besonderer Patient. Auf dem Weg zu ihm Tierärztin Dr. Nicole Schauerte. Natürlich als gebürtige Dortmunderin auf ihrem BVB-Rad. Das ist auch mein ganzer Stolz, muss ich sagen. Das war vorher einfach nur rot, dieses Fahrrad. Und die Handwerker hier, die sind auch Gott sei Dank schwarz-gelb und BVB-affin, obwohl wir hier in Frankfurt sind. Und mit viel Liebe zum Detail ist sowohl mein Fahrrad als auch mein Fahrradparkplatz gestaltet worden. Schwarz-Gelb, BVB, Tigerente. Mit, wie gesagt, viel Liebe zum Detail. Hier war, das sieht man leider nicht mehr ganz, muss man nochmal nachzeichnen, auch ein Rasenplatz. Fußballfeld aufgezeichnet, hier ist die Südkurve. Ja, ich komme ja aus Dortmund und bin schon seit Kindesbeinen an großer Dortmund- und BVB-Fan. Und das hat sich durchgezogen bis heute. Ich habe auch vorher eine Dauerkarte gehabt, bin immer ins Stadion gegangen. Jetzt ist es leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich, aber verfolge trotzdem jedes Spiel und die Bundesliga. Und dieses Fahrrad ist mein ganzer Stolz. Man muss sich, wenn man durch den Zoo fährt, das ein oder andere auch an Kritik anhören. Aber wenn man das mit Stolz und Würde fährt, dann macht das überhaupt nichts. Und manche jubeln einem auch zu. Dem nun folgenden Patienten hat bisher niemand wirklich zugejubelt. Hier sieht man die doch sehr ansehnliche Greifstachlerdame Priscilla. Sie sollte zwecks Nachwuchs einen schmucken Mann an ihre Seite bekommen. Aber der Neuzugang aus einem ausländischen Zoo sah dann in Wahrheit etwas anders aus als erwartet. Dürfen wir vorstellen, Greifstachlermännchen, Kater, schmächtig, einäugig, athletisch. Und jetzt hat sich der Kerl auch noch die Schneidezähne ausgeschlagen, weil er beim Klettern das Gleichgewicht verloren hat und vom Ast gestürzt ist. Der Besuch der Altenpflegerin, der Tierärztin ist hier wirklich unumgänglich. Das hier ist für uns ein Greifstachlermann, den Kater. Finde ich ziemlich blöden Namen, aber gut, er kam schon so. Er kam aus einem anderen Zoo zu uns als Zuchtmann. Dann wurde er ausgepackt und die Kollegen waren ein bisschen erschrocken, dass das Tier jetzt nicht so optisch fit war, wie man es von einem Greifstachler erwartet. Das heißt, er hat diverse Wehwehchen, ist unter Garantie um einiges älter. Angegeben ist er mit 16, 17 Jahren. Ich würde sagen, der ist über 20. Er hat Arthrose, er hat eine steife Schwanzspitze. Er hat nur ein Auge. Er hatte Furunkel und sonstigen Kram überall. Und die Tierpfleger hier, die Ilka gerade insbesondere, die ist sehr firm, was das angeht und hat einen besonders guten Draht zu dem. Wir mögen ihn auch wirklich mittlerweile sehr gerne, weil er halt diese Geschichte hat und eigentlich wirklich ganz kaputt war, als er hier ankam. Und man sieht auch, dass er kaum Muskeln hat. Das ist wirklich ein alter Knochen. Und er ist aber nett und wir haben uns alle in ihn verliebt, weil er halt diese Geschichte hat und weil er eigentlich ein armer Wicht ist. Und die Ilka hat einen besonderen Draht zu ihm und sagen wir zu allen Nageln, aber zu den Greifstacheln insbesondere. Sie will ihn auch eigentlich mit nach Hause nehmen. Und deswegen bekommt der Kater auch eine besondere Behandlung und eine extra Portion Obst und Gemüse. Dr. Nicole Schauerte will jetzt kontrollieren, ob Katers Schneidezähne schon wieder nachwachsen und vor allem, ob sie gerade sind.
Er kann zwar wieder recht gut essen, das funktioniert. Ich glaube, der eine oder der obere, der gut sichtbar ist, der könnte inzwischen auch grenzwertig bis zu lang sein. Wenn die Zähne schief wachsen, gibt es ja wieder Probleme mit dem Weibchen. Denn Frauen stehen ja bekanntlich auf schöne Zähne bei Männern. Damit Frau Doktor mal nachschauen kann, gibt es jetzt ordentlich Leckerlis zum Naschen. Natürlich alles weich und damit altersgerecht. Versteht sich. Oh, guck mal, da kommt tatsächlich ein Zahn. Besteht also doch noch Hoffnung für die Liebe? Wenn die Zähne bei dem Nagetier jetzt tatsächlich nachwachsen, wäre das ja immerhin schon mal ein guter Anfang. In einer anderen Ecke des Frankfurter Zoos gibt es erneut Grund zur Besorgnis. Im Katzendschungel geht es Rostkatze Mapala wieder schlechter. Trotz Sauerstoffbehandlung heute Morgen ist sie noch mal kollabiert. Notruf bei Tierärztin Christina Geiger. Nee, vor allem kann ich auch nicht operieren oder nichts. Da ist die einfach nicht stabil genug für. Das ist Atemnot. Ich komm gucken, ich guck sie mir mal an, okay? Also der Katze geht's gar nicht gut. Da muss ich noch mal gucken, müssen mal schauen, ob wir noch was überhaupt für die tun können. Die war ja schon die ganze Zeit sehr an der Grenze und die hat jetzt noch mal so einen kleinen Zusammenbruch. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich da hinfahre. Muss mich auch wirklich beeilen. Vor 3 Tagen wurde bei Mapala eine Lungenentzündung festgestellt und seitdem wird sie behandelt. Die kleinste Wildkatzenart der Welt zeigt sich normalerweise sehr wehrhaft, aber im Moment ist die Rostkatze eher apathisch. Ich würde mir einmal noch kurz gucken, ob sie irgendwie läuft und wie sie läuft. Und wenn die jetzt nicht gut ist, dann würde ich sagen, machen wir dem ein Ende. Weil ich finde es langsam auch, wenn wir bis jetzt keine Besserung erreichen konnten. Ich kann auch alleine reingehen, einfach, dass ich so ein bisschen sehe, wie sie reagiert, weißt du? Weil so sieht sie für mich jetzt aus wie alle Tage vorher, weißt du, ich meine. Wo Mapala normalerweise schon in den Angriffsmodus wechseln würde, versteckt sie sich heute sogar vor der Tierärztin. Sie ist kraftlos, hat trotz Appetitanregern seit Tagen kaum etwas gefressen. Seit mehr als 12 Jahren arbeitet die Ärztin bereits im Zoo. Eine vergleichbare Situation hat sie noch nicht erlebt. Das ist die wildeste Katzenart, die wir haben. Wenn ich das mit ihr machen kann, dann geht es ihr gar nicht gut. Aber das ist ja keine Überraschung, das wissen wir jetzt ja schon seit ein paar Tagen. Jetzt ist halt nur die Frage, wie lange hoffen wir, dass es besser wird oder wann sagen wir, das ist zu viel Leid für das Tier. Ne? Sie wagen einen letzten Versuch. Pfleger Daniel Höflich bringt Mapala in den Wirtschaftshof, wo die Frankfurter Zoo-Tierärztinnen ihre Praxis haben. Die Rostkatze wird in Narkose gelegt. Ja, du holst die raus, das ist dir ja schon klar. Ja, wir versuchen jetzt rauszufinden, ob es bei der Mapala irgendwas gibt wie einen Tumor oder was, wo wir ganz sicher sein können, da kann sie sich nicht von erholen. Wir wollten eigentlich keine Diagnostik machen, weil sie in so einem schlechten Zustand ist, dass wir denken, sie hat wenig Chancen, das zu überleben. Aber jetzt ist sie wirklich seit Tagen so schlecht und heute noch mal schlechter, dass wir uns denken, okay, wenn sie jetzt die Narkose nicht übersteht, dann ist es wie einschläfern. Und wir würden sie eventuell jetzt auch einschläfern, weil die einfach so eine, quasi jeden Tag so eine Todesangst jetzt hat, weil sie so schwer Luft bekommt, dass wir eigentlich das fast auch nicht mehr länger versuchen wollen. Als Mapala endlich unter Narkose schläft, tastet die Tierärztin die Wildkatze noch einmal ganz vorsichtig ab, ohne Ergebnis. Um ganz sicher zu gehen, wird die Rostkatze auch noch geröntgt. Muss ich jetzt Licht aufmachen? Jetzt muss es schnell gehen, damit das ohnehin schon geschwächte Tier nicht zu lange in der Narkose bleibt. Das ist ein Bein davon, aber ich will jetzt nicht warten, bis sie so relaxiert ist. Und jetzt kriegt sie meine Ladung, deine Sauerstoff, okay? Kannst du gut machen und dann kriegst du den Sauerstoff. Ich gebe nur noch Sauerstoff, was wir auf der Wärmematte liegen. Und dann hoffen wir, dass wir nochmal aufwachen.
Mapala ist eines von 6 Weibchen im Frankfurter Zoo. Durch das Ergebnis der Röntgenuntersuchung will Christina Geiger sich vergewissern, dass Mapala nicht doch unter einem inoperablen Tumor leidet. Das Ziel der Tierärztin war es schon immer, dass es den Zootieren mit uns Menschen so gut wie möglich geht. Nee. Da sind die Nieren. Ja, die Aufnahme ist nicht ganz symmetrisch, aber das kann man erstmal so lassen. Also da ist nichts, was außer der Entzündung sonst wäre. Sie ist natürlich total auf der Kippe, aber sie hat diese Narkose, was wir jetzt mit ihr angestellt haben, besser vertragen, als ich das gedacht hätte. Ich habe jetzt auf den ersten Blick auch nichts gefunden, was uns sagen lässt, also da ist irgendwie ein Riesentumor oder irgend sowas, was sowieso keine Chance auf Heilung hat, sondern es sieht tatsächlich so aus, als ist es nur in Anführungszeichen diese schwere Lungenentzündung. Und da würde ich sagen, können wir noch ein bisschen probieren, ob sie sich doch noch fängt und erholt. Ich gebe jetzt noch was, was das Immunsystem unterstützt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, eine Nacht kriegt sie noch. Ja, dann nimm sie noch mal wieder mit, Daniel. Habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Offenbar sind wir alle Zeugen eines kleinen Wunders und einer echten Kämpfernatur. Naja, Katzen wird ja auch nachgesagt, dass sie 7 Leben hätten. Sie hat es wieder erwarten, erstaunlich einigermaßen weggesteckt. Jetzt haben wir wenigstens noch ein paar Blutproben, sodass wir mal gucken können, ob wir noch irgendwas ursächlich besser machen können. Wir wissen, da ist jetzt nicht ein großer Tumor oder sowas, zumindest keiner, der auf den ersten Blick erkennbar ist. Ja, und vielleicht gewinnen wir noch ein paar Kenntnisse, wie wir das Leben ein bisschen besser machen können. Und wenn nicht, müssen wir halt auch den in den sauren Apfel beißen und es beenden, wenn wir finden, es ist mit zu viel Quälerei verbunden. Ja. Aber noch geben wir die Hoffnung mal noch nicht auf. Und tatsächlich, die Geschichte von Mapala bleibt spannend. Im Kronberger Opel Zoo im Taunus bekommen 4 junge Steinkäuzchen gerade ihre Ringe und Federn ausgerupft. Nur so kann das Geschlecht bestimmt werden. Also toll finden die das nicht. Ist wie Haare ausziehen bei uns oder ein Haar. Die Federn werden jetzt in ein Labor geschickt, aber vorher gibt's noch was Leckeres in den Schnabel. Ich wollte sie auch nur verhindern, dass sie den Vogel fliegen lassen. Tschüss. Und so eine Prozedur am helllichten Tag. Ein Graus für die nachtaktiven Tiere. Kriegen die noch oral eine Entwurmung eingegeben? Dann kann man hier die Kleine. Und das ist gar nicht so einfach. Bei diesem gebogenen Schnabel. So, die Nummer, die Ringnummer werden jetzt genau aufgeschrieben, damit wir dann auch wirklich wissen, welcher Vogel zugeordnet wird. Nächster. Irgendwie wirken diese Steinkäuze leicht paralysiert, wie unter Schock. Sich zu wehren, das versuchen sie erst gar nicht. Komm mal hier, geh einmal hier hin. So, bei den anderen Eulen, da muss man schon aufpassen, das sind ja Greifer auch. Das heißt, die können schon, da ist das gefährliche Ende in der Regel hier. Aber bei den kleinen Steinkäuzen nicht. Die machen eigentlich auch gar nichts. Und das macht ja eigentlich auch gar nichts. Sind vor allen Dingen nachts aktiv, ne? Und bei der Brut teilen sich das Elternpaar die Aufzucht. Insofern, dass die Mutter bleibt und das männliche Tier praktisch mit Futter versorgt. Und auch die bleiben, so geht das jetzt hier nicht zu, ein Leben lang zusammen. Ha, sehr schöner Schluss hier. Gut, muss ich mal froh. Die Jungen gehen bei uns auch in die Auswilderung. Gehen nach Norddeutschland, dann gehen die erst über eine Voliere, dann ganz raus. Aber bevor es nach Norddeutschland geht, geht's erstmal zurück zu Mama und Papa. Das Ergebnis
bei der Hitze wahrscheinlich wird es ein bisschen länger dauern. Nein, es wird ungefähr eine Woche dauern. Und dann, dann wissen wir die Geschlechter und dann werden die auch vorbereitet. Allerdings, das dauert auch noch. Die bleiben jetzt erst noch mal bei uns. Und dann so im Spätsommer gehen die dann auch weg. Aber ja, alles wunderbar. Die freuen sich jetzt, dass wir weg sind. Vielleicht bleibt ja auch noch Zeit für ein kleines Nachholschläfchen. Im Frankfurter Gymnasium wird ein Greifstachler-Patient genau unter die Lupe genommen. Kater, so sein Name, hatte sich die Schneidezähne ausgeschlagen und die Pflegerin befürchtet, dass die neuen schief nachwachsen. Ja, es ist noch nicht super akut, aber tatsächlich. Es ist jetzt langsam so, dass ich mir denke, so ein bisschen sehr gut im Auge behalten. Ja. Das geht dann ja manchmal so schnell. Das ist toll. Das hat er auch in der Quarantäne nie gemacht. Der hat nie aus der Hand gegessen. Ach, das funktioniert inzwischen wunderbar. Ja, ich weiß. Bei euch ist das doch hier. Oh, lecker, lecker, lecker. Mehr Futter. Weil dann weiß ich auch, dass die Zähne zu spitz sind. Genau. Kann man auch schön nachkontrollieren, wie es aussieht. Inzwischen nimmt man das auch so. Ich meine, dieser eine hier vorne ist fies, ne? Mhm. Der ist links unten. Der links unten. Aber der hatte oben ja keine. Ich bin direkt, da habe ich gedacht, oh mein Gott. Und unten, ich glaube, als er bei uns ankam, hat er unten auch nur einen. Also wir haben tatsächlich jetzt hier eigentlich eine positive Entwicklung, dass die Zähne wieder gewachsen sind. Das war ja auch fraglich, weil die waren so ausgeschlagen, dass man da nicht sicher sein konnte, ob da noch was kommt. Das ist jetzt aber gut nachgewachsen, allerdings nicht synchron, wie es normalerweise beim Nagetier sein sollte. Vorsichtshalber bleibt es also erstmal bei der weichen Schonkost für den reiferen Herrn, der ja eigentlich das Weibchen Priscilla beglücken soll. Guck mal, wie er den Kiefer bewegen kann. Wir müssen es jetzt erstmal im Auge behalten. Die wachsen ja stetig. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass es von heute auf morgen jetzt so lange ist, dass er nicht mehr essen kann. Aber da hat die Ilka recht. Die wachsen ziemlich, Sie wissen es vielleicht besser als ich. In einem Monat wachsen die Zentimeter, glaube ich, beim Hasen, der nicht, beim Kaninchen. Wachsen die im Monat an einen ganzen Zentimeter. Es besteht also noch Hoffnung auf ein schönes Gebiss. Denn alles andere, naja, da ist bei dem einäugigen, Arthritis-geplagten Furunkelmännlein ja schon Hopfen und Malz verloren. Wir müssen es halt im Auge behalten, deswegen sind wir ja hier. Und ab und zu muss halt auch mal der Tierarzt mit zum Beurteilen. Zwei gerade Schneidezähne nebeneinander, das wäre ja schon eine Wucht. Dafür würde sich Kater sogar unters Messer legen. Also wir können dann noch mal in zwei Wochen noch mal gucken. 10 Tage, 14 Tage. Ist ja denn, es fällt euch schon vorher was auf. Und ich gucke immer, wenn ich hier bin. Ich schätze mal, dann müssen wir vielleicht tatsächlich noch mal ran. Dann wird der Narkose gelegt, weil das lässt er sich ja so nicht gefallen. Dann müssen die Zähne entweder, also mit dem Dremel macht man das besser, wenn man das mit der Zange macht, dann splittern die. Wir haben so einen Dremel und dann werden die schnell abgedremelt. Das ist eine Sache von einer Minute. Das geht recht schnell. Und dann wird er wieder wach. Und erobert dann hoffentlich das Herz seiner Priscilla im Sturm. Er ist inzwischen so fit, dass wir drüber nachdenken, dass er demnächst mit unserer Priscilla zusammenkommen kann, mit unserem Weibchen. Es geht ihm so gut, wie es jetzt irgendwie möglich ist. Ja. Dann drücken wir mal die Daumen für ganz viel süßen Greifstachler-Nachwuchs, der dann hoffentlich, was das Aussehen angeht, ganz nach der Mutter kommt. Und so geht's weiter. Verstärkung in der Seehundgruppe. Fenjas Schwester Gretje zieht an den Robbenklippen im Frankfurter Zoo ein. Wie die zwei pubertierenden Seehundjungs die neue aufnehmen, das nächste Mal bei Der Doktor und die wilden Tiere.